Die ARD-Fernsehlotterie begrüßt heute Friedrich Nowotny. Der Finanzminister hat mir seinen Traum von letzter Nacht erzählt. Er träumte, er stünde auf einer Wiese, auf der lauter 1000-Markscheine wuchsen. Als er zugriff, verschwanden. Da kam ein Huhn und legte am laufenden Band massiv goldene Eier. Ein echter Dukatenesel gab ein Goldstück von sich und wurde sofort angepumpt. Aber alles Gold löste sich in Luft auf. Ein schlimmer Traum. Der Minister sollte sich für 5 Mark ein Los der ARD-Fernsehlotterie besorgen. Da warten 3 Millionen Mark in bar. Mit 5 Mark sind Sie dabei. Einzahlungen bei allen Postämtern, Sparkassen und Banken. Konto 100.000. Meine Damen und Herren, wir zeigen Ihnen nun als deutsche Erstaufführung den Spielfilm Ein Mann in Wut mit Lino Ventura in der Hauptrolle. Der Thriller schildert die Abenteuer bei der Suche eines Vaters nach seinem Sohn, der in Kanada in dunkle Geschäfte verwickelt ist. Die französisch-kanadische Gemeinschaftsproduktion entstand 1978 unter der Regie von Claude Pinoteau.